Hi, hi. Hallo. Und willkommen endlich bei der zweiten Mission von Crusader No Regret, auf das ihr schon seit Ewigkeiten wartet. Bin ich mir so sicher? Gut, und wir sind, genau, direkt am Anfang von Mission Nummer 2. Wir haben einen Dicor-Minenfrachter des LMC in die Luft gejagt und uns in letzter Sekunde noch hier in eine Dicor-Mine teleportiert. Ich glaube, was Dicor ist, wurde bisher nicht erklärt. Das ist so radioaktives Material, Erz, irgendwie sowas. Und dem sollte ich nicht zu nahe kommen und es wird auch hier abgebaut. Gut, unser Auftrag lautet im Moment folgendes. Finden Sie den Teleporter auf Ebene 4 und treffen Sie den Rebellenkernel. Alles klar. Los geht's. Jawohl. Denning sagte, dass Sie auftauchen würden. Herzlich willkommen in der Hölle. Das Konsortium zwingt seine Gefangenen unter Tage zu arbeiten und das gefürchtete Dicor abzubauen. Dieses Scheißzeug ist so radioaktiv, dass mir der Arm innerhalb von 2 Jahren abgefault ist. Naja, was soll's. Der Colonel will Sie unbedingt treffen. Sie sollen den Aufzug zur Ebene 4 nehmen. Dort wird er Sie dann abholen. Torch aus. Super. Ich will auch so einen coolen Arm haben irgendwie. Das hat voll Stil. Ah. Jetzt sag mal. Na also. Und den habe ich auch schon gesehen. Na? Okay. Den sprenge ich, weil ich will da echt nicht... Oder warte mal, wo... geht denn der eigentlich genau lang? Haha. Vergiss es. Die spreng ich jetzt doch mal. Auch wenn dann die Leiche kaputt geht, aber... Ah! Das ist das, was ich gemeint habe. Verfluchtes Dicor. Ich bin irgendwie immer in der Versuchung, Dicom zu sagen. Griff aus der Medizintechnik. Aha. Super gemacht, Daniel. Oh, die sterben aber schnell. Na, du auch. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Deadpack ist okay. Wir haben ihn. Ja, doch den. Oh, die 2 hole ich. So. Gut, Haft. Ich habe die Haftminen noch nie so richtig verwendet. Die sind im Prinzip. Naja, Minen eben. Ja. Woo! So. Das ist doch irgendwo eine Kamera gewesen, oder? Da unten. Sehr schön. So, mit Karacho da runter. Ich will da runter. Ach, na gut. Das war ein Dramatik-Fail. Dramaturgie-Fail. Solche Luschen. Nicht einmal dabei haben sie was. Noch einer? Ja, egal. Ist das hier? Okay. Das ist eine Kiste. Und da wäre ein Thermatron gewesen. Das bringt's ja. Ja, lauf nun dein Verderben. Böser Schurke. So, schön langsam vorsichtig vorwärts.
Ah, ich verstehe, wo ich das brauche, alles klar. Gut, dann müssen wir halt doch nochmal dann auf. Nein, das hier will ich. Kann ich eigentlich? Oh, das wird jetzt. Da war auch die Perspektive gerade ein bisschen falsch, oder? Okay. Ja, ich will es abgeschaltet haben, bitte. Warnung, Sie betreten eine Daikor-Verbreitungszone. Betreten auf eigene Gefahr. Fick! Code Rot, illegales Eindringen. Der Alarm ist irgendwie viel cooler als im ersten Teil. Also dieser Alarm-Sound irgendwie. Finde ich. Ja auch. Ist gut. Stimmt mir zu. Ich mach nie wieder ein Crusader-LP. Ach, es war eine Lüge. Ich mache ja weiter, egal was ihr denkt. Oh. Was war denn da? Wo zum Teufel? Da war ja der Mann. Was hat mich da jetzt erwischt? Bitteschön. Oh, die haben wenigstens Energiezellen jetzt dabei. Okay, Zivilisten umbringen und looten macht doch noch Sinn. Okay. Energiezelle. Ich speichere lieber mal. Ich traue diesem ganzen Frieden nicht. Zumindest nicht den Crusader No Regret. Schön machst du das. Nein! Blödes Daikor. Das heißt, mache ich das noch einmal aus, das Teil. Ich hasse Alarms. So. Aus mit dir. Danke. Gebiet gesichert. Code Rot aufgerufen. Einmal reingerübst und schon ist er aus, der Alarm. Ich muss gerade irgendwie an so einen Alkoholtester denken. Egal, ich bin doof. Schon wieder Daikor. Ach, der. Oi, Double Kill. Aha. So, ich glaube, auf der anderen Seite war eine Energiebarriere. Nicht mit mir, Mr. Kamera. Oder Mrs. Kamera. Na, falsche Richtung. Da. Sie wurden angeschossen, mein Herr. Also. Ui, Energiezellen, so viele. Laserbarriere deaktiviert. Oi, und da ist gleich eine Kamera. Sehr schön. Gut zu wissen. Okay, die ist kaputt, genauso wie die Minen da. So. Okay, das war hier. Damit kann ich noch leben. Okay, wir wissen nun, dass wir da... war der auch vorher schon da? Kurz vorher mal speichern sollten. Danke, Code Rot aufgehoben. So. Okay. Na, das machen wir doch schnell. Ich könnte eigentlich fast mit der Maus spielen, dann kann man sich nämlich ein bisschen schneller drehen. Was will ich denn eigentlich? Genau, ich will das hier. Ja.
So. Und jetzt machen wir mal ganz kurz die Kamera kaputt und dann speichere ich. Ist der Alarm aktiviert? Nein. Sehr schön. So. Und nun. Oh mein Gott, wie komme ich denn an der. Fuck. Wahrscheinlich hätte ich noch ein Schild. Pass auf. Oh. Wie viele Medpacks habe ich? 6 Stück. Okay. Da gebe ich doch mal. Was macht die Spinnenmine da? Die Kamera hat die Spinnenmine da getriggert. Halt! Stehen bleiben! So. Ich mach das hier kaputt. Ah, es war schildgeschützt. Ist noch was schildgeschütztes anscheinend. Okay, das sind jetzt diese Seitenwände ausgegangen. Da geht sicherlich die Tür auf. Was? Oh! Was ist denn da hinten? Wieso ist die Schild geschützt? Ich hab keine Lust mit dir zu spielen, mit dir genauso wenig. Ist da noch einer? Ich hab mal. Hallo? Geht's denen noch gut? Bist du zu viel geraucht und bist du schon da, ne? Nee. Der hat heute seinen Glückstag, der darf lieben. So. Wie mache ich jetzt diese blöde Spinneminen kaputt da? Gar nicht mehr. Oh Mann. Habt ihr so nicht gelernt, dass ihr mich gar nicht beschädigen könnt? Was hat der Schalter denn überhaupt für einen Sinn? Ja, ich bin zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt rübergerollt. So. Vorsichtig laufen. Ist hier irgendwo so ein schwuler Laser? Ah ja. Ey. Sag mal. Das ist ja schon eine Überwachungsplattform hier. Ständig wachen, oder wie? Kamera? Ist hier irgendwo eine Kamera? Wahrscheinlich da oben. Okay, dann habe ich mich bloß getäuscht. Alarm. Schaltest du einen Alarm an? Jetzt nicht mehr. Da ist ein Geschütztürm. Aha. Wenigstens sind die nicht so schlau und schießen auf die Dinger. Kaputt. Okay, da ist ein Teleporter, aber der ist auf jeden Fall noch nicht aktiv. Alles klar. Speichern wir nochmal. Ah, da oben ist Dalkor. Ah. So, noch so viel davon. Warnung. Sie betreten eine Dalkor-Verseuchungszone. Betreten auf eigene Gefahr. Wieso sind Minen vor dem Computer? Ich kann auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich durch das Dalkor durchkomme. Hallo? Hallo? So. Okay. Ich wage jetzt nochmal kurz ein Experiment. Entschuldigung, dass ich nochmal speichere. Ach, wie war denn das nochmal? Nein! So. War das so? Nö. Okay, ich habe gedacht, da kommt man irgendwie durch. Ach, mir wird schon gesagt, aber
dadurch kann. Ich habe jetzt Yay gelesen. 183. Okay, dann haben wir schon die erste Ebene. Manam. Oh, da kann ich mich aufladen. Mischa, ich hoffe, du hast das nicht ernst gemeint mit dem Code für den Trill-Depotter-Raum. Es ist nicht sehr klug, deinen Geburtstag zu verwenden, weil dieser jeder weiß, dass das der 21.06. ist. So, 183216. Medkits! Sau cool. Ich habe irgendjemanden anderen hinten erschossen. Das hat man gehört. So, warte mal. Teleporterraum. Ich will jetzt nicht dieses Daikor da durch, weil da ist auch eine Kiste, sehe ich gerade. Ist da vielleicht noch was? Kann ich das von hier aus begutäugen? Da hinten ist was. Ich weiß, dass man da durchkommt. Sag ich doch, da ist ja was. Ah. Auch recht. Okay. Oh Mann! Ich meine, ich könnte ja schon, glaube ich. ...216 war das, ne? So, was verbirgt sich hinter diesem Teleport? Hey, cool! Ganz was anderes als das. Miniges. Das war das Ding da kaputt machen. So. Hallo? Machen wir es doch so. Alles auf einen Schlag erwischen. Gut, wir können hier wieder viel aufsammeln. Unter anderem Medkits. Ist da noch was? Ah, ein Datenschlüssel. Mit dem kann ich Keycodes knacken. Ja. Arschloch. Zum Teufel bin ich. Ich habe eine Nachricht auf jeden Fall. Silencer, Sie finden einen Strahlungsschild in einer der Kisten, die westlich von Ihnen stehen. Er müsste die radioaktive Strahlung des Daikor abschwächen. Torch aus. Wunderbar. Der ist doch gekauft. Das war er nicht. Strahlenschild. Was ist denn das da am Boden? Ist das eine Waffe? Aber die habe ich anscheinend schon. Warte. Huh. Ach, das war Datenschirm, okay. Ja, die werde ich dann anscheinend schon haben. Gut. Wenn nicht, egal, ich bin ausgerüstet. Strahlenschild. Das ist echt cool, weil das Daikor ist wirklich eine ziemliche, darf ich Missgeburt auf YouTube sagen? Egal, ich hab's gemacht. Können wir gleich mal hier,
mal so einen Stresstest hier machen. Sehr schön. Cool, cool. Das gefällt. So. Auf zur nächsten Ebene. Ach ja. Mensch, alle schlafen, sind die faulen Säcke. Und wir fahren nach. Ja, ich glaube, unter Ebene 1 wird es nicht mehr viel geben. So, das ruft erstmal noch eine Safe. Ich weiß noch, dass bei einem... Dankeschön. Wenn Sie unterwegs auf Max treffen sollten, wird Ihnen das Dicor gute Dienste leisten. Es zerstört nämlich Ihre Neuralnetze. Pusten Sie die grünen Erzcontainer hoch. Die Max, die dort sind, haben dann keine Chance mehr. Noch ein guter Rat, halten Sie sich von dem Zeug fern. Deutsch aus. Ich hasse es, wenn er jetzt schon vom Max redet. Ich sollte mir vielleicht die Munition vom Granatwerfer doch ein bisschen aufheben. So. War das noch eine Kamera? Ich bin noch schildgeschützt, weil dieses da doofe Teil da noch nicht kaputt ist. Er hat sich schon was rein teleportiert. Wow, der ist ja richtig in die Luft geflogen, der Karl. Guckt euch das mal an. Hey, Schwarzkittel. Ich habe euch vermisst. Kann ich die noch looten? Und da oben ist ein Mech. Ja, ich höre sie schon. Ah. Ich mache das immer von hier aus. Lass mich auch mal am Schalter. Danke, Gebiet gesichert. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu spielen. Oder? Habe ich die Zeit? Erstmal gucken, was da ist. Das LSS hat festgestellt, dass die Einheit nicht gefunden werden kann. Sie könnte entweder beschädigt sein oder funktioniert. Ach so. Ich habe das Scheißteil kaputt gemacht. Deswegen. Es wäre jetzt natürlich cool gewesen, mal so ein Thermatron gegen Thermatron-Kampf. Au, das hat wehgetan. Schon wieder einer. Ah, Kamera. Ich hasse schildgeschützte Kameras. Was haben wir jetzt mit einem Schuss draufgegangen, der Thermatron? Hab ich da jetzt verguckt? Ha! Denkst du, ich hab dich nicht gesehen? Kleines Luder. So, macht es Sinn, da jetzt schon reinzulaufen? Kein Thermatron, bitte. Nein! Au! So, das waren die zwei, die wir gerade eben gekillt haben. Oh, da ist ein Schilderchen. Super, jetzt sind diese Energiewände aus. Ich habe das Gefühl, da kommt eine Thrasher-Kanone irgendwo. Deswegen speichere ich jetzt mal. Hauptmenü.